Boah. Geht's noch? Nicht in diesem Hause! Bitte bleib. Scheiße. Heil. Mann, ey, die alte war ja echt durch. Ist da noch eine drin? Soll man nicht hoffen. Scheiße. Okay, ich höre eine Kamera. Wo setzt die an? Die sitzt da oben. Nein, ich wollte doch... Marv. Ich wollte doch eigentlich nicht dorthin. Okay, jetzt sitze ich hier wieder in dem AA fest. Na gut, gehen wir hier weiter. Shit. Was ist das? Okay, eine Beleuchtung. Du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig und übel. Und... Ich hack das Ding mal auf. Okay. So. Und jetzt, was brauche ich denn jetzt? Für ein Ding, irgendwas anderes. So, warte mal. Oh, Mino. Geh geradeaus. So, das dahin. Gut. So. Und so. Passt. Wir eins gar nicht da. Ja, geil, einen Verbandskasten hat er mir geschenkt. Nicht zumute, Mary. Das ist der Plasmid Blues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten und ehe du dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Was ist denn das für ein Ding hier? So ein Fernglas? Kann ich das benutzen? 60 Cent. Okay. Und sind vier Stickstoffgranate. Warum tut man eine Granate bitte in den Abfall? Okay, Belüftungsschacht. Ui. Jetzt auch wieder Zeug, Bandage. Kassette, eine Batterie. Ui, und wieder ein Safe. Ich mach den mal auf. Geil, Herren. Mein Schatz. Habt ihr das gehört? Gibt's hier vielleicht so ein Knollum oder so? Okay, das hätte ich mal so. Das würde eigentlich auch gehen. So, hier geradeaus. Gut, machen wir hier nach oben. So rum. So. So. Und so. Und so. Jetzt brauche ich hier wieder so ein anderes Stück. So. Und passt. Exzellent. So, jetzt gehörst du mir. Hallo? Hallo. Der Junge wird dir eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Wenn du mich erwischt, ja. Habe ich den gekauft. Wenn du mich sehen würdest... Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich nicht überleben. Ah. Liebling, bist du da? Hallo? Oh, geh an die Tür, Sydney. Was, Sydney? Sydney wer? Ich weiß, auf was Typen wie du aussehen. Aber ja? Du kriegst es nicht. Nichts. Vermutlich nur ein paar Vandalen. Ja, und die Wüste. Ich bin schon wie ein Vandale, oder? Lol, die lacht auch noch über meinen Witz. Die alle... Ja, wo bist du? Wie? Ja. Minderwertig. Nicht. Danke für den Besuch. Ja. Hättest du besser nicht gemacht, ne? So, noch mehr Stickstoffgranaten. Eieieiei. War sonst noch irgendwo was? Nee, ne? Irgendeine
ein paar weitere Goodies zum Abernten. Okay. Okay, wir dringen weiter ein. Weiter. Okay, hier ist die Cam. Direkt über mir, ne? Kann ich die hacken? Wahrscheinlich nicht. Was mache ich jetzt mal einfach kurz? So. Hast du gesehen? Geil, ein Gummischlauch. Wofür auch immer. Wahrscheinlich soll ich mir damit noch ein Bein vielleicht noch abbinden oder so. Vielleicht kriegst du das so. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Okay, man merkt, er ist ziemlich angepisst. Okay, hier ist nochmal die Gen. Bank. Weiß nicht, soll ich irgendwas ändern? Ja, ich denke schon. Okay, Shorten Alarms. Was haben wir hier? Mega Focus Security Expert. Ich lasse das mal so. Was ist denn da drin? Ach du Scheiße. Okay. Hier gibt's wieder... Oh, was ist das? Der Markt ist geduldig. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Und wir müssen es auch sein. Denkt er das wirklich? Was für ein Knalli. Okay. Nee, was ist das für Zeug? U-Invent Objekt anfertigen. Hä? Ich kann... Hä? Kann ich Munition herstellen oder was? Ich hack mal das Teil. Ach du Scheiße. Geht ja schon gut los. Hey, das wollte ich nicht. Oder mache ich Auto-Hack? Ja, ist ja gerade schwer, ey. So, jetzt gehörst du mir. Ich möchte gerne diese Dinger hier haben. Was ist das für ein Granate? Ui, Leiche. Alohol, Kerosin. Gut, ich gebe mal das Risiko ein. Okay, zum Glück nicht bestraft worden, großartig. Ich fertige mal hier was an. Kann ich das? Autohecke, was brauche ich da? 3 Gummischläuche, 3 Batterien und Zinkrohr. Ah, da fehlt mal ein Schlauch. Panzerbrechende MG-Patron. Ich kann hier echt alles selber herstellen. Okay, aber ich habe noch nicht genug Zutaten. Schade. Was haben wir hier? Mülleimer. Ah, schade. Okay, wieder eine Parkmöglichkeit. Ist da noch was drin? Der ist auch schon zu dem Arsch. Jetzt kann ich es einfach rein hier. Und tschüss. Oh Mann. Oh. Gut, ich nehme dich mal. Ich muss dich retten. Aber jetzt mache ich die alte platt. Nimm dich mal. Nein. Ich mach's sanft, ganz sanft. Ich muss dich heilen. Schau, wo du hin, wo versteckst du dich? Man kann sich
danke. Ich werde mich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet. Obwohl du deine ganze Grausamkeit nicht zeigen kannst. Ich schicke dir etwas. Als Zeichen unseres Dankes. Danke, das freut mich. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Oh, geil, ich habe hier wieder was geschenkt bekommen. Da sind drin 200 Adam, Safecracker und ionischer Schrot. Safecracker ist eines der beliebtesten Produkte von Hexmart. Da es dir Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen, werden sie zum Meister aller Stationen. Geil. So, Hackerfokus. Ich tausche mal das aus. So, was ist denn noch drin? Oh, geil. Plasmid-Slot. Ja. Körpertonika-Slot. Techniktonika-Slot. Kampftonika-Slot. Sau geil. Nehmen wir noch einen Techniktonika dazu. Wähle dein Techniktonikum aus, das in deinem soeben entsperrten Slot installiert werden soll. Sau geil. So, was haben wir noch? Nochmal Techniktonika. Mehr bringen, Gesundheitsupgrade. Ich dann auch vielleicht auch noch machen. Oder lieber Eve dann. Haben noch einen Technik dazu. Und Körpertonika. Machen wir noch einen Körpertonika. Ja. So. Sonic Boom schleudert Kreaturen und Objekte mit einem gewaltigen Energiestrahl zurück. Das kostet nur eins. So kostet das nur eins. Was haben wir hier noch? Human Inferno. Du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst viel mehr Schaden zu, wenn du Feuer verwendest. Hört sich geil an. Eve Saber. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Was ist das? Vending Expert. Verringe die Preise an Verkaufsautomaten. Ja. Dann nehme ich mal das hier mit. Dieses da. So. Hypnotize. Ja gut, das lasse ich drin. Telekinese. Ich nehm's doch eh kaum. Machen wir das weg. Sehr gut. Bekämpfen Sie Ihre Gegner mit der Kraft des Hurricanes. Lustig, wie sie durch die Luft fliegen. Hehe. Wenn sie leicht genug sind, soll das ja gehen. Eve Saver. Neues Tonikum. Eve Saver. Saugeil. Jetzt haben wir hier Medical Expert. Deep. Hackers Delight. Ich mach mal Deep dafür weg. Was ist das? Vending Expert. Geil. Mit dem Vending Expert Plasmid können Sie Ihre elektromagnetische Signatur so ändern, dass Sie die Preise jedes Verkaufsautomaten manipulieren können. Sie werden verstehen, dass es sich sofort auszahlt. Zu geil. Was haben wir hier? Shorten Alarms? Ich nehme mal das weg. Sehr gut. Tempo-Hacker. Reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Das ist auch wichtig. Was sind das? Machine Buster. Erhöht den Schaden, den du Kameras, Bots und Geschütze zufügst. Das ist Quatsch. Dann nehme ich lieber den hier. Fließt das Zeug langsamer. Dann mache ich dafür. Da hätte ich gerne noch einen Slot dafür. Gut, ich tue es erstmal in die Genbank. Ich hole mir irgendwann mal wieder ein bisschen Adam. Okay, der Bär ist weg. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Autsch. Wer hat jetzt da auf mich geschossen? Was für ein Affe. Oder hat er noch irgendeinen ein Ei gelegt? Oder bin ich doch vielleicht... Oh Gott, da ist noch Geld. Okay, die ist weg. Ich habe sie sicher geparkt. Ach, das sind die scheiß Granaten da. Und ich trottel auf noch direkt rein. Okay, das hilft anscheinend nicht so richtig. Na, so kann man die aber auch ganz gut ausschalten. Okay, hier ist wieder so ein Knubbelding. Pistole, ja, her damit. Du hast $3. Ah, scheiße. Es muss doch mal einen Tag geben, wo ich mal nicht reinlaufe. Da zucke ich mal so zusammen, wenn ich die Dinger schon sehe. Diese Kack-Ex da. Okay, was haben wir hier wieder? So irgendwelches Geraffel zum Basteln. Da ist auch wieder eine Falle. Jetzt mal nicht hoffen. Was sind das für Zeug hier? Morning Berries. First Class Apples. Also Obst. Okay, den kann ich auch hacken. Das. Eieiei.
Ach, das war das ja nicht gerade von gerade? Das ist auch gut. Das soll mir recht sein. So, und das machen wir hier einfach. So. Exzellent. So, kostet mich das Zeug jetzt weniger. Autohecke 1. Panzerbrechende MG-Patronen. So, ein Explosivschrot, ja. Autohecke nehme ich auch. So. Was man hat, hat man. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich aber hier wieder dem Pfeil folgen. Okay. Das ist noch nicht da unten. Achso, das ist wieder... Was ist das? Rapture Metro. Okay, gehen wir hier noch schnell rein. Oh oh. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Gebe ich dir recht, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ich würde mich auch nicht von jemandem bestehlen lassen, wo es nichts besteht. Aber ob er die Wahl sagt? Ich würde sogar sagen, ja. So, passt. Ja. Du gehörst mir. So. Ich hoffe, ich feuere. Sehen? Denke jetzt, ja. Geile Licht, eine Uhrzange oder irgendwas. Nein, das war eine Uhr, das war ein einfaches Abflussrohr oder irgendwas. Zack, ist Spleißer. Ja, her damit. Sehr gut. Och, nee. Hast du eine dabei? Nee, du hast keine dabei. Okay, niemals kommen sollen. Ich spiel's mal ab. Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar, Bäume, Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Das ist auch heftig, wenn ein Mädchen zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Baum sieht. Weil sie vorher noch nie einen gesehen hat. Selbst als... Oh, oh. Nein. Du besudelst diesen Baum! Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk da mal drüber nach. Scheiße, der hat dich kaputt gemacht. Ryans Frau in Arcadia ist eine alternde Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Scheiße. Okay, was ist denn das hier? Das ist ein Tempel oder was? Ich habe hier noch ein Audiobuch eingesammelt. Wie irgendwelche Saturn-Jünger, ein Saturn-Gott oder sowas. Ich klicke das mal an. Also besser gesagt, guck mal die. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturn-Jünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Okay. Ambrosia. Der Stoff, der Götter macht. Okay, was ist denn da hinten drin? Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht rein. Gut. Okay, das scheint hier so ein ritueller Ort zu sein. Du spielst mit den Saturn-Jüngern?
komm doch. Muss ich her. Und tschüss. So. Jetzt ist Schluss. Ach du Scheiße, der hat eine dabei. Der hat eine dabei. Der lebende kleine Lillipop. Zu geil. Oh, Mr. B. Haben wir ein Ziel? Die gesamte Stadt ist so gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume oder du bleibst für immer hier unten. Oh Mann. Soll ich mich hier mal nehmen? Panzer. Oh Gott, da habe ich was gar nichts. Scheiße. Ich denke hier. Was ist das da oben? Stickstoffgranate. Ich mach dir nichts, geh einfach weg. Geh weg. Ich mach dir nichts. Noch nicht. Zeit, ein bisschen zu träumen, Mr. B. Drin ist ein Safe, oder was? Gott, ich muss den erstmal kalt machen. Grübel. Scheiße, ich hab keinen Mut. Jetzt hat er mich gar nicht. Schön, ja, ich träume auch was. Das war von der Wiedergeburt. Ich komme wieder. So, was ist das hier? Das war das. Nee, da bin ich doch nicht drin. Jetzt muss ich wieder dort lang gehen. Gut, jetzt brauche ich auch andere Munition. Nehmen wir hier. Panzerbrechende MG-Patron. Ich hoffe, dass es hilft. Nicht, dass das hilft. Gegen den Teufel, gegen den Dicken, ja. So, wo ist er? Jawohl, er ist hin. Der schläft jetzt leider. Und ich muss dich befreien. Es ist meine Aufgabe. Nein. Sanft. Für das Licht. Im guten Willen. Danke. Danke. Gerne. Meine Kleine, wo ist die nächste Parkmöglichkeit? Kennst du den Weg? Vorsicht, nicht hinfallen. So, ich gehe mal lieber mit ihr mit, man weiß ja wirklich nicht. Ah, hier. Geht's. Kommst du hoch? Hopp. Hier, stups. Zeit für die Eier, süßer Engel. Okay. Oh. Hopp, unrein. So, ich gehe. Schön schlafen. So, ist brav. So, hier. Da hat er doch seine Knarre fallen lassen. Ja, hier mit dem Pummischlauch. Okay, da ist nichts mehr drin. Okay. Was liegt hier? Das ist noch die Spritze. Ne, kann man nichts machen. Schade. Ich hab eigentlich gewünscht, dass man noch was machen kann. Okay, was ist das hier für ein... Das sind Hieroglyphen hinten dran. Kann ich aber nicht übersetzen. Das ist irgendwie wahrscheinlich römisch oder griechisch oder irgendwas. Oh, Security-Knollen. Okay. Uiu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 i. Okay, die kriege ich aber. Hm? Ja. Ach du Scheiße, da ist er wieder kaputt. Okay, geradeaus.
ein geradeaus. Eins nach unten. Dann brauche ich hier eins, das so lang geht. Und hier brauche ich wieder eins, das runter geht. Hier so viele Dinge. Wo liegt das Passende? So, jetzt brauche ich nur noch welche, die nach unten führen. Zack, und eins noch. Yes. Wunderbar. Wenn es jetzt hier knallen... Ah, das ist wieder so ein mexikanischer Automat. Genau, geil. Nehme ich den mal. Gucken wir den auch. Ach du Scheiße, der ist wieder so schwer. Okay. Hier lang. Okay, ein Stück hier entlang, hier entlang. Oh je, 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 je. Hier rum. Und jetzt ein anderes. Yes. Bypass gelegt. Alles klar. Okay, hier ein Napalm. Was ist denn jetzt passiert? Wieso ist es nach oben gerutscht? Sollte nicht passieren. Okay, ich lade hier mal voll durch. Nun ein Schrot, MG-Patronen. Gut, nehmen wir noch ein paar mehr. Napalm. Ein Splittergranat. Gut, das lassen wir soweit. Jetzt habe ich wieder kaum noch Kohle. Eieieiei. Okay, was ist da noch für Zeug? Hier noch eine Pistole. Ja, damit. Kaffee kann ich gebrauchen. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Wir trinken weiter vor. Meine Bäume! Das warst doch nicht du, oder? Nein. Nein. Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, wem erzähle ich das? Könntest du eine Rosa Gallica für mich finden? Such in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Okay. Dann suche ich dir ein Blübelein. Ach du Scheiße, das ist wieder so knallig. Was das? Oh, hier, da ist noch ein. Das ist noch welche. Kriegst du auch noch ein paar Bilderchen, hm? Ja. Höhle schauen. Ja. Noch ein bisschen? Ja, das gefällt mir. Es war eine vergnügliche Nacht. Geil. Zu geil. Ja, noch ein bisschen Muni. Okay, okay, okay. Was ist das da oben gewesen? Rapture Metro. Okay. Komm ich später wahrscheinlich durch. Ui, achso, da ist noch die Spritze da. Wo ist denn jetzt lang? Ui. Panzerbrechende Muni. Geil, hier, der ist noch drin. Wo muss ich jetzt lang? Da lang? Scheiße, da ist noch eine. Da ist noch eine. Hallo? Ist jemand da? Baumfarm, okay. Kardiaglimm. Er ist das Gift! Tötet ihn! Das Gift! Scheiße! Tötet das Gift! Vertretet den Parasiten! Die sind hier durch. Ja. Bringt das noch was? Ja. Neues Tonium. Sportboost 2. Sehen Sie es leid, dass Sie von Ihrem Nachbarn mit installiertem Sportboost immer ausgestochen werden? Dann holen Sie jetzt Sportboost 2 und stechen Sie ihn aus. Zu geil. Jetzt haben wir Eve Saver. Ich lage das mal ein. Es ist gut für dich. So für dich. Vielleicht mal ein Ei. Reicht's? Ich würde sagen, das hat gereicht. Ja. Das gefällt. Das ist das Sicherheitslücke. Geil. Neues Tonikum. Sicherheitslücke.
Das Sicherheitslücke Tonikum passt die Temperatur ihrer Epidermis dahingehend an, dass sie Sicherheitskameras und Geschütze verwirrt und ihre Reaktion entsprechend verzögert. Oh Mann, dafür brauche ich auch noch einen Slot. Ich sage, gut, dann tausche ich das aus. Saugeil. So, hier die auch leer gelutscht. Waren hier nur drei Stück. Okay, hier geht's auch rein. Wieder eine Parkmöglichkeit. Und was ist das hier? Hier so ein Bastlomat. Inventomat, besser gesagt. Uninvent, genau. U-Invent. Kann ich selbst machen. Okay, kann ich nichts machen im Moment. So, weiter geht's. Okay, Arcadia Glänz wieder. Nee, gibt's nichts Neues. Ui, was sind das für Knödelknollen hier? Da unten ist auch noch ein Tagebuch. Gut, erstmal durchladen. Gut, hier habe ich nicht mehr viel Muni. Aber Standardpatronen habe ich noch ein paar. Gut, mach einen Schuss. Oh, das bringt gar nichts. Das muss ich halt den Putzler nehmen. Gut. Putzler scheint was zu tun. Ah! Scheiße, ich werde hier von beiden Seiten beschossen. Scheiße. Ich will dich hacken. So, machen wir nicht dran rum. Hier, Heilung. Ich habe keinen Health-Pack mehr. Jetzt hier Turret, hier die Turret. Ah, Scheiße. Okay, ich bleib mal da oben, das soll der mich nicht kriegen. Shit. Ich brauche unbedingt noch ein paar Medipacks. Und so lange. So, und Schluss. Was ist noch mehr? Nee, ne? Was blinkt denn da hinten? Da sind doch bestimmt Medikits, oder? Bestimmt so ein oder zwei. Gibst du mal ein? Ach nee, sind nur ein paar Minen. Ich brauche Medikits. Shit. Chit. Was ist da hinten? Mülleimer, nee, der ist leer. Okay. Hier geht noch das Audiolog. Nehme ich das auch mal mit und spiele das ab jetzt. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Okay, die Kiste war noch ein bisschen Kohle drin. Und hier noch ein Audiolog. Vielversprechende erste Tests. Ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blüht, sind wir im Geschäft. Alles! Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss noch mal zurückkommen und die nächsten Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. So, jetzt. Ach du Scheiße, das ist wieder so ein Klimat. Okay. Hier. Gibt's noch ein gerades Stück nach oben. Hier noch eins. Ja. Und durch. So, jetzt gehörst du mir. Meine Herren, der hat mir... Der hat mir ganz schön die Haut angesenkt. Gott. Was ist denn hier? Hier komme ich nicht durch, ne? Ohne weiteres wahrscheinlich gut. Meine Herren.
Mein lieber Herr Gesangsverein. Eieieiei. Okay, hier gibt's auch nichts mehr, ne? Gut, gehen wir hier wieder hoch. Okay, da ist eine Cam. Mit dem mal. Oh, Scheiße. Die schon wieder knarzt. Hört sich nicht gesund an. Gut, machen wir so weiter. Okay, hier so. Dann hier eins rein, das so geht. Dann fahren wir einfach noch ein Stück nach unten. Und geht das da. Exzellent. So. Und falls mir hier jetzt mal dreckig gehen soll. Oh, geil. Nee, die geht einen. Noch einen. Ja. Ist da noch ein? Oh, geil. Noch mehr Zeug. Den haben sie Achso, der ist kaputt. Den haben sie umgeschmissen und ging er kaputt. Ja. Sollte mal auch recht sein. Na, der alles soll sich auch mal auszahlen. Hier noch ein paar Chips. Jetzt haben wir hier noch eine Pistole. Geil. So. Verdorkte Blume. Oh, Mann. Kann was werden. Okay, der ist schon durch. Da noch eine Batterie. Okay. Jetzt Vorsicht. Ach du Scheiße. Da habe ich doch oben glitzert was, ne? Ah, shit. Habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Ne? Also, man muss immer wieder mal ein bisschen gründlicher gucken. Eieiei. Okay. Hä? So, ah ja, hier eine Pistole. Sehr gut. Okay, hier wieder runter. Das ganze Zeug hier so komisch Sounds von sich gibt hier. Das ist was an wie so ein Darth Vader Breath oder sowas. Das. Ja, Bandagen. Schön. Ein Glück, dass ich die gehackt habe. So, war da hinten noch irgendwo was drin? Okay, den habe ich auch gehackt. Diesen Mexikaner oder Spanier. Obwohl, ich würde eher sagen Mexikaner. El Amo Bandito. Los Canolos, Buenas Canolos. Okay. Hast du die Rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mit der Robos drüber. Hier. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in mein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. Okay. Und wie wir das machen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, beziehungsweise nächsten Session von Let's Play Bioshock. Bis dahin.